Hallo, herzlich willkommen zurück, euer Paul. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kochen wir uns das Ramen-Ei und ja, hier geht's direkt los mit dem ersten Fehler. Am besten gebt ihr natürlich alle Eier gleichzeitig hinein und macht bloß keins kaputt, wie ich jetzt hier. Naja, heute kümmern wir uns doch erstmal nur ums Ei. Es gibt doch noch keinen Ramen. Ich muss bitte entschuldigen, im letzten Video erwähnte ich das bereits, dass wir jetzt einen Ramen machen, aber noch gibt's doch noch nicht. Ich habe etwas geändert. Macht doch erstmal hier. Erstmal gibt's die Eier. Eier! Wir brauchen Eier! Na jedenfalls kocht ihr die hier eigentlich so, ihr wollt, aber ich würde euch empfehlen, die sollten schön wachsweich oder eher noch flüssig sein. Und in meinem Fall, ich nehme hier Eiergröße M aus dem Kühlschrank. 7 Minuten ungefähr koche ich die und dann gebe ich die in Eiswasser rein. Eiswasser. Damit die nicht weiterkochen, möglichst schnell abkühlen. Und dann schlage ich die so ein bisschen an, dass schon mal ein bisschen die Schale aufplatzt und Wasser hineinläuft. Ja, also das Ramen-Ei hat natürlich auch irgendeinen japanischen Namen, irgendwas mit A, A, G, G, weiß ich nicht, habe ich, ich bin kein, nichts am Hut damit. Na, jedenfalls, ihr nimmt da so einen Container und da geben wir dann hinein 100 Milliliter helle Sojasauce, die nutze ich jetzt hier, und 100 Milliliter süßen Mirin, gebe ich auch hinzu, und nochmal Zucker. So, jetzt wusste ich nicht, wie ich hier auskomme. Also wenn ihr jetzt doch eine größere Fuhre macht, könnt ihr natürlich auch die Flüssigkeit einfach mit Wasser ein wenig auffüllen. Das geht auch völlig klar. So, und dann pellt ihr die Eier hier ganz normal, wie man halt Eier pellt. Kennt jeder. Jetzt stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Manchmal das Ei, die lassen sich gut pellen, manchmal weniger. Ich werde aggressiv. Dass das nicht abgeht, ey. Naja, also pellt ihr hier schön und wenn ihr noch so ein bisschen, hier so, sieht gut aus, schön weich. Und wenn ihr noch so ein kleines bisschen Häutchen hier dran habt, dann macht ihr das ab. Das färbt sich nämlich hinterher nicht so schön mit. Ja, und dann pellt ihr die Eier so durch. So, ja, also wenn ihr dann alle 4 Eier gepellt habt, hier das auch wunderschön gepellt. Wenn ihr alle 4 Eier gepellt habt, dann gebt ihr die in die Flüssigkeit hinein. Und ja, dann ist es euch überlassen, wie lustig ihr seid, wie lange ihr die darin liegen lassen möchtet. Und ja, könnt ihr machen von ein paar Stunden bis über Tage. Einfach mal ausprobieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie es auskommt. Wichtiger Tipp noch hier, legt euch ein Stück Papierchen drauf. Das ist wichtig, damit die, ja, die Flüssigkeit sich schön vollsaugt in das Papier und dass die Eier keine Flecken bekommen. Ist nicht so schön, möchte man nicht. Soll schön braun sein. So, hier, Farbflash. So sieht das Ei aus, noch recht flüssig in der Mitte, nach 2, 2,5 Stunden. Das ist dann schon sehr lecker. Das ist jetzt hier einen Tag später, eigentlich für mich das perfekte Ramen-Ei. Hier sieht man schon, wie schön das gefärbt ist. Macht die Klinge mal nass, die sollte nass sein, wenn das Ei durchschneidet. Und habt ihr hier ein schönes Ramen-Ei. Das dann von der Textur ein bisschen fester, das Eigelb zieht auch noch so ein bisschen nach und das finde ich super, das kann man auch mit dem Stäbchen gut nehmen. Wenn das Ei noch zu weich ist, dann geht das schnell kaputt. Und hier sieht man, ach, das ist echt so, das ist so mein Ramen-Ei. Ja, dann habe ich hier noch eine Fuhre, war jetzt 3 Tage drin, das wird natürlich auch sehr intensiv geschmacklich, wenn es dann noch mit dem Ramen dazu, mit der Brühe, ah, sehr, sehr lecker. Aber das ist dann von der Textur schon was fester, wie wieder nasse Klinge. Was fester, auch die Haut, die hat dann schon sowas leicht Festes, Ledriges. Muss man auch mögen, bestimmt nicht jedermanns Sache. Also, probiert es aus, macht wie ihr möchtet. Hauptsache mit Sojasauce und Wasser für Farbe, Flüssigkeit. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und bald kommt dann der erste Ramen. Bleibt dran, euer Paul.